Dear Matt, dear Friends, meine verehrten Damen und Herren, heute Abend wird uns vielleicht mehr als sonst bewusst, wie wichtig die Wahl der Garderobe ist. Je nachdem können wir mit diesen farbigen Räumen wunderbar harmonisch verschmelzen, uns brutal daran reiben, dass es dem Auge wehtut, oder wir bleiben mit dem in Kunstkreisen vielleicht aus diesem Grund so verbreiteten Schwarz außen vor, denn Schwarz absorbiert alle Farben und tritt nicht wirklich in einen Dialog mit den anderen Farben. Die Regenbogenfarbgestaltung ist Teil des künstlerischen Konzepts dieser Ausstellung und weit mehr als Effekthascherei, denn gerade um die eingangs erwähnten Konstellationen geht es Matty Day Jackson dabei. Als ein Kontinuum ohne Anfang und Ende stellt das Regenbogenspektrum eine treffende Metapher für unser Leben dar. Man tritt irgendwann ein und befindet sich danach bis zum Schluss in einem steten Fluss. Siebenmal legt der Künstler hier einen künstlichen Stopp ein, beim Blau, beim Grün, Gelb, Orange, Rot, Violett, Indigo. Dies gleichsam als Parabel für unsere Situiertheit in der Welt, Generalthema von Jacksons künstlerischem Werk. Irgendwann und irgendwo, auch in den unmöglichsten Situationen, lässt es uns innehalten und unserer momentanen Situation und Befindlichkeit gewahr werden. Nehmen wir als Beispiel dieses monumentale Gemälde mit dem Titel Reflections of the Sky von 2010. Zunächst ist es eine Auseinandersetzung mit der Kunstgeschichte und nimmt punkto Größe und Präsentation 1:1 Monets Xerox-Gemälde des Museums of Modern Art auf. Monets Inkunabel der Kunstgeschichte thematisiert, wie Sie wissen, die Reflexion des Lichts des Himmels auf der natürlichen Erdoberfläche. Knapp 100 Jahre später kehrt Jackson hier alles um. Nicht die Erde spiegelt den Himmel, sondern im Himmelskörper spiegeln sich lauter irdische Belange. Der Anblick der Mondoberfläche hier evoziert in uns die Bilder beispielsweise seiner Eroberung und unterschwellig breitet sich der parallele Gedanke an die Geschichte der Kolonialisierung der Erde aus. Metaphorisch gesprochen ist der Mond der Tummelplatz oder gar das Schlachtfeld eines Wettrüstens, welches militärisch wie wissenschaftlich motiviert war, mit dem unweigerlich aber auch riesige technologische Fortschritte einhergingen. Fortschritte, die heute, ohne dass wir uns dessen besonders bewusst wären, unser tägliches Leben ausmachen, von der Erfindung beispielsweise extra leichter Materialien bis zu neuen Nahrungsmitteln, aber auch die gesamte heute selbstverständliche Kommunikationstechnologie und die digitalen Medien sind unmittelbare Früchte dieses irrsinnigen Wettlaufs zum Mond der westlichen Industrienationen. Genau hier lässt uns der Künstler innehalten, an dieser unerwarteten Stelle, wo wir ein vermeintlich fremdes, vielleicht erhabenes, vielleicht kritisch zu betrachtendes Ereignis wie die Mondlandung oder selbst an anderer Stelle denkwürdige kriegerische Erfindungen wie die Atombombe plötzlich mit uns selbst in Verbindung bringen. Den Link vollzieht Jackson auch materiell. Wahrscheinlich nehmen Sie es hier auf den ersten Blick nicht wahr. Das Trägermaterial dieses Bildes sind Gipsplatten aus dem Baumarkt, aus denen die Wände unserer Wohnungen bestehen und die wahrscheinlich auch mit Hilfe der Erkenntnisse der Raumfahrttechnologie überhaupt erfunden wurden. Und die Zeichnung auf diesem Bild ist nach einer NASA-Fotografie der Mondoberfläche in Lasertechnik eingeritzt. Everything leads to another, lautet ein treffender Werktitel Jacksons. Alles führt zu etwas anderem. Alles ist miteinander verbunden. Ein Motto, das in unserer postmodernen Zeit dem Beliebigkeitsverdacht unterliegt, bei Matty Day Jackson, dank seiner und unserer persönlichen Involviertheit, aber stets über eine Bedeutsamkeit verfügt, die uns betroffen macht, beziehungsweise uns einbindet in größere Zusammenhänge. Jackson geht es aber um mehr als um Zivilisationsuntersuchungen und Zivilisationskritik.
Sein Werk schließt auch eine spirituelle Dimension mit ein, verbindet den Menschen, zumeist exemplifiziert durch die Person des Künstlers selbst, mit seiner Umwelt. Hinter Jacksons Kunst steht die erklärende Absicht, ich zitiere ihn, die Gesellschaft, die Kultur und die Welt, in der ich lebe, zu verstehen. Symbole gehören dazu ebenso sehr wie Mythen. Beides findet sich allenthalben in dieser Ausstellung. Rennwagen, Design- und Architekturobjekte von den Eames bis Mies van der Rohe, Buckminster Fullers, bahnbrechende Dynamaxien-Strukturen, appropriierte Kunstwerke von Yves Klein bis Josef Beuys und Bruce Naumann, Videofilme in IKEA-Wohnzimmern, die verschiedene Fernsehformate imitieren und immer wieder die Raumfahrt. Wunderschön poetisch eröffnet dort drüben diese kleine Fotografie des Sohnes des Künstlers die Ausstellung. Wir sehen ihn kurz nach der Geburt, geborgen in einem vom Vater liebevoll genähten Badeanzug im Astronautendesign, die beste Ausrüstung, die man sich vorstellen kann, um heil durchs Leben zu kommen. Handelt es sich bei den Astronauten doch um die modernen Götter und Helden unserer Zeit. Intelligent, gebildet, sportlich, ehemalige Elitesoldaten, gewappnet, allen Unwägbarkeiten und Entbehrungen zu begegnen und bereit, die irdischen Grenzen zu überwinden. Jackson bezeichnet den Astronauten dennoch als die Mönche des modernen Zeitalters und entsprechend sieht er in der Raumfahrt speziell für Amerika einen Religionsersatz oder präzise nicht eine Religion, sondern eine Kirche, also ein Vehikel für Religion. Nicht verwunderlich tragen im letzten Raum der Ausstellung in einer Paraphrase einer berühmten spätmittelalterlichen Skulptur aus dem Louvre 8 Astronauten anstelle der 8 Mönche des Originals einen Sarg. Nicht mit den Überresten des burgundischen Königs Philipp O., sondern mit dem symbolisch dargestellten Körper des Künstlers, um ihn in eine unbekannte Science-Fiction-Zukunft zu geleiten. Und entsprechend dem Gesetz des Regenbogens beißt sich die Schlange dort auch in den Schwanz, beziehungsweise verbindet sich dieser letzte indigofarbene Raum virtuell mit dem ersten, diesem ersten blauen Raum hier und der Künstler im gläsernen Sarg reinkarniert sozusagen in seinen frisch geborenen Sohn. Wer Lust und Zeit hat, diese Geschichten weiterzuspinnen, ist übermorgen am Sonntag um 11 Uhr herzlich zu einem Künstlergespräch eingeladen. Ich werde mich mit Martin Day Jackson in englischer Sprache hier in der Ausstellung über sein Werk unterhalten. Und wer übrigens die Werkbeschriftung vermisst an den Wänden, sie sind mit Absicht nicht hier, sie finden sich auf den Zetteln, die dort beim Eingang und am Schluss der Ausstellung aufliegen. Ich danke Matt sowie seinen beiden Assistenten Peter Stewart und Jonathan Marshall für die gute Zusammenarbeit. Jacksons Galerie in Hauser und Wirth sowie Green Gallery Amsterdam sind das Museum und ich für die finanzielle und logistische Unterstützung verpflichtet und den Leihgebern dafür, dass sie ihre kostbaren Werke mit uns teilen. Ich danke auch dem Museum in Bologna und Den Haag für die Partnerschaft in dieser ersten europäischen Einzelausstellung von Matthew Day Jackson. Weitere Beiträge zum Gewinn der Schau haben meine Vorrednerinnen bereits verdankt. Nochmals speziell erwähnen möchte ich Katja Lenz, wo ist sie, Katja? Meine langjährige Assistentin wird Ende Jahr etwas nach mir nach das Museum verlassen, um sich in Genf ihrer weiteren wissenschaftlichen Karriere zu widmen. Dies hier ist das letzte einer Reihe von Projekten, die wir gemeinsam realisiert haben. Und ich danke ihr für die stets super angenehme Zusammenarbeit. Danke, liebe Katja. Und das ist der Applaus. Für mich selbst ist das nun der endgültige Abschied vom Kunstmuseum Luzern und einen schöneren könnte ich mir nicht wünschen. Hier, Matt, bist du noch, du hast den hier.
I just said some words of thanks also to you and your assistants, and mentioned that, using one of your favorite expressions, this show is the most awesome for me to say goodbye to the Kunstmuseum Luzern. Okay. Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich für Ihre 10-jährige Treue und wünsche Ihnen viele spannende Kunstbegegnungen mit meiner Nachfolgerin.